Ja, mit dem Schiffsfriedhof und mit der Schiffswerft hatten wir bis jetzt noch nichts zu tun. Genauso wenig wie mit dem Ihr habt Leuchtturm. erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Alles Gold der Welt bitte hierher. Ja, jetzt wird ordentlich Gold ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, eine weitere Geisterarmee. Euer Königreich wird angegriffen. Ja, immer noch nicht wirklich härter. So, da kommt die Lieferung. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Wir danken euch. Neu sollten wir für einen Angriff des Admirals bestens gewappnet sein. Wir werden nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Jo, jetzt hast du da eine große Armee. Falls Admiral Munzen Angriff wagt, gibt's auf die Nase. Ja, Gouverneur Blaubart. Muss auf jeden Fall gucken, dass ich die Armee noch verstärke jetzt. Am besten durch 4 Kanonen. Musketiere, 10 Stück. Ja, hier ist das Ergebnis immer dasselbe. Also ja, es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir den Fisch... Zuschlag nicht gekriegt haben. Na, was soll man machen? Wenn wir also unsere Fischgründe leer fischen und die Fischer wieder einreißen. Ja, die Pferdezucht, die züchtet ja eh nur nach Bedarf, ja. Noch eine Geisterarmee. Naja, stimmt, Kanoniere brauchen Wurst. Neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Das da sollte ich übrigens auch ausbauen. Jetzt müssen wir hier mal voll auf Geologie gehen und hier sollten wir einen auf Geologie schalten. Kohle sehe ich jetzt auch gerade nicht so das Problem.
So, was brauche ich jetzt an Geistliche für dieses Teil? 975. Es wird etwas dauern. Aber zum Glück haben wir ja jetzt genug Bücher. Und Ringe haben wir eh mehr als genug. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Geringe Effizienz. Ja, weil gerade so viel über das Gebäude gemacht wird. Ja, aber wir haben genug Bier im Augenblick. Habe ich eigentlich hier ausgebessert? Nein, ich habe nicht ausgebessert. Das wollte ich nicht. Abbruch. Abbruch. So, jetzt ist unsere Grenzwächter hier. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Befestigte Türme. Falls Munz angreifen will. Gebäudeausbau fertiggestellt. Hat Geistliche, die die Türme verstärken. Und hat ziemlich viele Truppen, die sogar noch warten, dass sie seiner Armee zugefügt werden können, obwohl sie in diese Armee sollten. Während unsere Armee die maximale Größe erreicht hat. So, wir haben nirgendwo mehr Engpässe. Wir haben eigentlich alles in bester Ordnung gerade. Ja, wie gesagt, das hier wird sich auch geben, sobald wir wieder hier die groß angelegte geistlichen Anheuerung abgeschlossen haben. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Mal sehen, sind wir schneller mit dem Ausbessern oder... Unsere Ausbesserung war schneller. Hier gibt es noch eine Kohlemine. Was gibt es denn noch so? Kohlemine, Fische, ja, klingt nicht schlecht. Und hier den beiden nur Holz. Wir könnten ja mal ein bisschen Volldampf geben.
Raum. So, fehlt noch der Ring und eine Wurst. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, jetzt sollte wieder Wasser hier reinkommen und eigentlich ja auch Weizen. Ja, das ist echt eine lange Pilgerfahrt hier. Vor allem, dass die Pater sich dazu herablassen, zu Fuß zu laufen. So, ausbessern. Ja, das ist die einzige ärgerliche Technologie. Alle anderen wären wir jetzt nicht so wichtig gewesen. Aber ja, 4, 4, 2 noch bitte. Und da kommt unsere Abgesandten, um den Geistern Absolution und Frieden zu erteilen. Marsch, marsch, marsch. So. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Ich kann es kaum glauben, aber das Geisterproblem ist gelöst. Nach der Segnung eurer Geistlichen waren die verlorenen Seelen plötzlich handsam. Und es ist wieder hell geworden. Die Geister wären sogar dazu bereit, sich euch anzuschließen, sofern ihr ihnen in der Krypta Respekt erweist. Außerdem haben sie ihren General unter euer Kommando gestellt, da sie ihn fortan nicht mehr brauchen. Ich beglückwünsche euch. Ich grüße euch. Ich habe von euren Heldentaten in der Geisterstadt gehört. Mein Weib ist selbst Abenteurerin und regelrecht von euch begeistert. Ich würde sie euch ja vorstellen, aber ich fürchte, da sehe ich mein heutiges Weib nie wieder. Wisst ihr, in dieser Region Tandriens kennt jeder mein Weib und ihre Heldentaten. Das Volk verehrt sie. Jede Frau möchte sein wie sie. Und alle Männer begehren sie. Sehr zu meinem Leidwesen. Aber jetzt ist sie fort. Vor ein paar Wochen stach sie mit einem von mir etwa auf dem Boot in See. Sie versprach mir, ein paar Tage später zurück zu sein, aber das war sie nicht. Jetzt befürchte ich das Schlimmste. Ja. Ich hörte von einem Schiffsfriedhof an der Westküste. Dort sind in letzter Zeit viele Schiffe an den Klippen zerschellt. Ich befürchte, dass dieses Schicksal auch meiner Frau ereilt haben könnte. Ich würde ja selbst dorthin segeln, aber die Furcht, das Schiff meines geliebten Weibs im Wachs zu finden, ist einfach zu groß. Könnt ihr ein paar eurer Geistlichen senden, um den Schiffsfriedhof zu untersuchen? Also ja, ich könnte jetzt hier Geister mit Gold und anderem Zeug anheuern. Ich könnte Geistliche zum Schiffsfriedhof entsenden. Für die Main-Quest. Und ja, da jetzt wieder Tag ist, speichern wir lieber erstmal.
und machen einen Cut. Bis gleich.